Genau. Also wir stellen jetzt die Auswertung vom Fragebogen vor. Wir haben die Präsentation in 5 Teilen gegliedert. Allgemeines, Gebäude, Außenanlage, Hitze, Stress und das Fazit. Hier könnt ihr auch die erste Seite von der Online-Befragung sehen und unseren Ansprechen. Der Online-Fragebogen wurde mit Google Forms zusammengestellt. Der Zeitraum für die Ausfüllung war zwischen dem 20. Mai und dem 3. Juni 2020. Es wurden 50 Befragten und alle haben auch geantwortet. Und insgesamt waren 38 Fragen. Allgemeines. Die erste Frage, wollen wir eigentlich eine intuitive Antwort von den Befragten bekommen und wissen, was die Leute am meisten anzieht? Hier können wir sehen, dass fast 43% die Vegetation ausgewählt haben. Dann kommt Wasser, ein Sonnenplatz, Sitzmöglichkeiten, Sonnenschutzmöglichkeiten und ein städtischen lebender Platz. Die Mehrheit der Leute, die die Online-Befragung geantwortet haben, waren zwischen 26 und 45 Jahre alt. 40% war zwischen 46 und 65 Jahre alt und 6% zwischen 15 und 25. Fast alle kommen auf dem Gelände für die Arbeit. 26% verbringt da auch Freizeit. 22% gehen dafür Events und 4% für Geschäfte. Halten sich länger als 2 Stunden auf dem alten Schlachthof und 84% täglich gegen 16% wöchentlich, also sehr viel. Die nächste Frage lautet, haben Sie Kritikpunkte am alten Schlachthof? Und wenn ja, welche Kritikpunkte bringt das Schlachthofgelände mit sich? 18% der Befragten hatten keine Kritik, 14% wussten nicht, ob die eine Kritik haben, aber 68%, also eine große Mehrheit, hatte Kritikpunkte, wie zum Beispiel zu viele Straßen, befestigte Flächen, zu wenig Grünflächen und Schatten, starke Versiegelung, ungelöste Park- und Verkehrssituation, Baustellen, mangelnde Infrastrukturen etc. In welcher Jahreszeit fanden die Befragten den Schlachthof am attraktivsten? 92% haben Frühling ausgewählt, dann kam Herbst, Sommer und Winter. Eine große Mehrheit von den Leuten haben schon mehrere Sommer auf dem Schlachthof miterlebt, mit einer Mehrheit von 48% mit mehr als 5 Sommer schon. In unserem zweiten Abschnitt sind wir näher auf die Gebäude oder die Gebäudetypen eingegangen, in denen sich die Leute hauptsächlich im Schlachthof aufhalten. Und genau, da sind wir bei der ersten Frage, haben wir eigentlich erstmal nur gefragt, ob sie sich in Bestandsgebäuden oder in Neubauten aufhalten. Und mehr als 2/3 halten sich dabei in Bestandsgebäuden auf. Und wir hatten versucht, die Fragen dann von den Gebäuden auch mit dem Temperaturempfinden zu vergleichen. Also das erläutert dann die Viola später noch. Und hier wurde eben deutlich, dass die Mehrzahl der Befragten, die sich in den Bestandsgebäuden aufhalten, auch die Temperaturen im Innenbereich als eher unangenehm empfinden. Genau, und dann weiter hatten wir nach den Fassadenmaterialien gefragt. Und hier wurde vor allem Naturstein genannt. Und wenn man das dann wieder vergleicht mit der Frage nach Bestand oder Neubau, haben hauptsächlich die, die im Bestand sich aufhalten, Naturstein und Mauerwerk angegeben und die im Neubau Beton und Glas als Fassadenmaterialien. Ja, wir sind dann weitergegangen auf oder mehr darauf eingegangen,
auf den Raum an sich, in dem sie sich aufhalten und hier mit wie vielen Leuten sie meistens in einem Raum arbeiten. Das war eigentlich recht ausgeglichen, wobei schon recht viele mit 6 oder auch mehr Personen arbeiten. Und eigentlich könnte man jetzt vermuten, dass dadurch auch die Temperaturempfindungen eigentlich mehr, also stärker als unangenehm empfunden werden, wobei das recht ausgeglichen war. Also auch die Leute, die hauptsächlich mit 1 bis 2 Personen zusammenarbeiten, empfinden auch schon die Temperaturen im Innenbereich dann im Sommer eher unangenehm. Genau, dann ging es darum, in welche Richtungen der Raum hauptsächlich ausgerichtet ist. Hier waren auch Mehrfachnennungen möglich und hier wurde vor allem eben eine Ausrichtung nach Westen, Osten und Süden und dann noch nach Norden, also eigentlich war es recht ausgeglichen. Und gleichzeitig war aber auch die Temperaturempfindungen recht ähnlich, also auch bei den Räumen im Süden, genauso wie beim Norden, wurde es als eher unangenehm empfunden. Dann hatten wir hier versucht, den Aufenthalt in den Geschossen ein bisschen grafisch darzustellen, wo dann direkt eigentlich auffällt, dass die meisten sich im Erdgeschoss aufhalten. Und wir hatten uns auch gefragt, ob die meisten Leute dann wirklich sagen, sie quasi vor der Hitze fliehen. Und hier waren trotzdem auch viele, die es unangenehm empfunden haben. Auffällig war aber vor allem auch, dass alle, die im Perfect Futur arbeiten, die Temperaturen als unangenehm empfinden. Genau, dann sind wir weiter ein bisschen detaillierter darauf eingegangen, ob die Leute wussten oder welche Fensterarten die Räume haben. Und hier wird vor allem die Doppelverglasung genannt und nur 10% haben gesagt, sie wissen, dass es eine Sonnenschutzverglasung gibt. Und hier hat dann die Hälfte auch gesagt, dass sie die Temperaturen eigentlich als angenehm empfinden, auch im Sommer. Genau, dann sind wir weitergegangen zur künstlichen Belüftung und hier haben auch wieder circa 2/3 angegeben, dass es keine künstliche Belüftung gibt und eben bis auf wenige Ausnahmen konnte man es dann zuordnen, dass eben im Stand es eigentlich überhaupt keine künstliche Belüftung gibt, im Neubau aber schon. Dann bei den Verschattungsmöglichkeiten, was auch auffällig ist, eigentlich, also 32% geben an, dass es keine Verschattungsmöglichkeiten gibt und ein Großteil, dass nur innenliegende Verschattungsmöglichkeiten, wie eben zum Beispiel Jalousien, verwendet werden. Wir hatten dann auf die Frage aufgebaut und gefragt, ob sie quasi zufrieden sind mit den Verschattungsmöglichkeiten, ob die ausreichend sind oder noch mehr Bedarf wäre, wobei mehr als die Hälfte hier mit Nein geantwortet hat. Und man konnte dann quasi antworten, wenn man Nein geantwortet hatte, ob man nachgeholfen hat. Und hier haben aber auch recht viele auch dann gesagt, sie haben nicht nachgeholfen, wobei uns da auch unklar war, inwieweit Änderungen überhaupt möglich sind oder die erlaubt sind, weil dann gerade in der weiteren Frage, die als offen beantwortet werden konnte, wo wir gefragt hatten, welche Maßnahmen sie denn unternommen haben, wurde auch genannt, dass gerade zum Beispiel eine Klimaanlage mittlerweile verboten ist und auch eigentlich nichts erlaubt ist, außer innenliegende Verschattung. Und viele haben sich dann ausgeholfen über Ventilatoren oder Vorhänge. Dann kommen wir zu den Außenanlagen. Also als erstes haben wir nach der Nutzungsdauer des Außenbereichs gefragt. Dabei gaben 78% der Befragten an, die Außenbereiche weniger als 1 Stunde täglich zu nutzen. Und zusammen mit den Antworten aus Frage 3 passt es auch wieder zu einer typischen Büroarbeit mit Pausen. Und lediglich 2 Personen gaben an, die Außenbereiche mehr als 2 Stunden täglich zu nutzen. Danach haben wir nach den Tageszeiten gefragt, in denen der Außenraum hauptsächlich benutzt wird. Und hierbei fällt sofort auf, dass der Vormittag relativ wenig und die Mittagszeit am meisten an der frischen Luft verbracht werden. Und auch das passt zu unserer Erwartung von Büroarbeit, wo man ja vormittags öfters irgendwie Besprechungen hat und in der Mittagspause nach draußen geht. Außerdem zeigen unsere Zahlen, dass fast die Hälfte der Befragten angaben, nachmittags und abends die Außenbereiche zu nutzen. Und die Frage, wann die Menschen am Schlachthof die größte Hitzebelastung empfinden, ist rechts dargestellt in dem Diagramm.
Und 72% empfinden den Nachmittag am heißesten. Und von denen, die nachmittags nach draußen gehen, empfinden 40% den Nachmittag als zu heiß, wohingegen von allen Befragten 72% den Nachmittag als zu heiß empfinden. Und dabei wurde unsere Vermutung auch bestätigt, dass Personen, die den Nachmittag zu heiß empfinden, eher im Gebäude bleiben. Ja. 91% der Befragten gaben an, die Vorzone der Gebäude zu nutzen. Darunter fällt ja auch Kommen, Gehen und Pausen. Und von diesen 45 Personen gaben 40 an, versiegelte Flächen als besonders heiß zu empfinden. Und bei den Parks haben wir festgestellt, dass der Otto-Dullenkopf-Park etwas mehr genutzt wird als der Gottesauer-Park. Und das könnte eben auch an der Entfernung zu den Arbeitsplätzen der Befragten liegen. Zum Beispiel das Perfekt Futurgebäude liegt ja auch weiter weg vom Gottesauer Park. Bei der Frage zu den Verkehrsmitteln, mit denen die Befragten zum Schlachthofgelände kommen, wurden wir überrascht. Und zwar haben nur 14% der Befragten angegeben, mit der Bahn zu fahren. Und das hätten wir auch besonders wegen der guten Anbindung nicht erwartet. Und erfreulich war ja, dass ein großer Anteil mit dem Fahrrad kommt, also 64%, damit sogar mehr als Autofahrer. Und dann haben wir uns auch noch die Altersgruppen in Bezug auf die Verkehrsmittel angeschaut und festgestellt, dass ältere Leute deutlich lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto zum Schlachthof fahren. Zum ruhenden Verkehr haben wir gefragt, ob eine Reduzierung der Parkplätze als Maßnahme gegen den Hitzestress in Frage kommt. Und von den 20 Autofahrern haben 13 angegeben, nicht mit einer Reduzierung der Parkplätze einverstanden zu sein. Genau, unser letztes großes Kapitel in der Befragung war bezüglich des Hitzestress. Und als allererstes wollten wir von den Nutzern wissen, wie sie die Temperaturen im Durchschnitt empfinden, vor allem an den heißen Tagen, einmal im Außen- und im Innenbereich. Also das obere Diagramm ist der Außenbereich. Das untere Diagramm ist der Innenbereich und man sieht auf den ersten Blick, im Außenbereich haben wir eigentlich eine klare Aussage, nämlich dass dort die Temperaturen eigentlich als sehr unangenehm empfunden werden, ganz klar mit den 44% und den 14%, den 28% einmal in rosa und in rot, während im Innenbereich es eher ausgeglichen ist, was zum einen eventuell auch daran liegen kann, dass, wie bereits Hanna auch schon erwähnt hat, dass manche Leute eine Klimaanlage zum Beispiel haben. Gerade im Innenbereich empfinden 12 von 50 Personen die Temperatur als besonders heiß. Und nachdem wir mal geschaut haben, was für Personen das sind, ist nämlich rausgekommen, dass davon 11 Personen in einem Bestandsgebäude arbeiten und nur eine Person in einem Neubau. Genau. Als nächstes wollten wir wissen, zu welcher Tageszeit sie die größte Hitzebelastung empfinden. Und im Außenbereich war ganz klar, nachmittags mit 72% empfinden die Nutzer die größte Hitzebelastung. Was auch wiederum dazu passt, dass mittags oder dass eben nachmittags weniger Leute sich in den Außenanlagen aufhalten, im Gegensatz zum Mittag. Und im Innenbereich war auch nachmittags sogar mit 76% quasi am größten. Und dabei sind Bestandsgebäude und Neubau eigentlich recht gleich vertreten gewesen. Also vom Hitzeempfinden aus, wenn man das mit der Frage gekoppelt hatte. Anschließend wollten wir wissen, welche Auswirkungen die Hitze hat auf den Alltag. Und dabei sind vor allem Auswirkungen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Stress und Arbeitseinschränkungen aufgetreten oder aufgekommen. Oder mehrere Personen hatten auch gesagt, dass sie lieber im Homeoffice bleiben und gar nicht erst auf den Schlachthof kommen wollen. Anschließend hatten wir gefragt, welche Bereiche als besonders heiß empfunden werden. Und da sind auf jeden Fall die drei größten Vorreiter, die geteerten Straßen, die versiegelten Freiflächen und die Vorzonen vor den Gebäuden, was uns eigentlich ja schon relativ klar war. 12 Personen hatten angegeben,
dass sie das Perfekt Futur als besonders heiß empfinden, was auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Personen eben auch im Perfekt Futur arbeiten. Und von den 45 Personen, von diesen Vorzonen, wenn man da nochmal reinguckt in Frage 23 mit der Nutzung, benutzt die große Mehrheit eben auch die Vorzonen der Gebäude, was auf jeden Fall dafür spricht, sich halt eben auf die Vorzonen vor den Gebäuden auch zu konzentrieren. Als nächstes gab es eine Frage, ob Sie das Gefühl haben, dass die Hitzebelastung zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das war eigentlich recht deutlich einmal ja und ich weiß es nicht. Und ich fand das auch sehr spannend, dass eben 20 von 50 Teilnehmern sich eher unsicher sind, ob die Hitzebelastung zugenommen hat. Obwohl wir eigentlich ganz am Anfang im Allgemeinen auch gemerkt haben oder herausgefunden haben, dass die Nutzer eben schon sehr viele Sommer auf dem Schlachthof sind. 23 von 50 Teilnehmern, also eben fast die Hälfte, findet, dass die Hitzebelastung zugenommen hat. Und von diesen 23 empfindet genauso eben auch die Mehrheit, dass das Temperaturempfinden sehr unangenehm ist. Also es bedeutet, sie haben im Fragebogen auch die Stufe 5 angekreuzt. Anschließend wollten wir wissen, ob bisher Maßnahmen zur Hitzereduktion vorgenommen wurden. Auffallend war, dass über die Hälfte keine Maßnahmen unternommen haben. Lediglich eben 6 Personen von allen 50 haben Maßnahmen unternommen, also dieses kleine schwarze Kuchenstück. Und auf die Frage, ob die Maßnahmen denn geholfen haben, war ganz klar ein ich weiß es nicht. Also vielleicht haben die Personen auch keine Möglichkeit, das Empfinden zu unterscheiden. Und von diesen Maßnahmen hat es eben nur bei einer einzigen Person geholfen. Und da war eben dann auch die Frage, ob sie denn überhaupt Veränderungen und Maßnahmen auf eigene Faust vornehmen dürfen oder ob das eben vom Schlachthof selber geregelt werden muss. Und als letzte Frage zum Hitzestress wollten wir dann noch wissen, was für Maßnahmen denn unternommen wurden. Und dabei kam eben auf zum einen, dass Markisen und Vorhänge an die Fenster angebracht wurden, das begrünt wurde durch Pflanzen und durch Bäume. Und eine Person hatte auch quasi gesagt, das war die eine Person, bei der die Maßnahme geholfen hat, dass die Temperaturregulierung im Passivhaus einwandfrei funktioniert und dass dabei eben die Belüftung, der Sonnenschutz innen und außen angewendet wurde. Zum Fazit. Also nachdem sich die Befragten mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben sie die Bilder anders gewichtet. Und besonders auffällig ist das gesteigerte Interesse an Begrünung. Auf der nächsten Folie, in den Blasen fassen wir die Freitextantworten, also Ideen und Wünsche nach Themen zusammen. Und zum Thema Vegetation, gefolgt vom Thema Parken, kamen am meisten Antworten. Und zur Vegetation kamen wiederholt Wünsche wie mehr Grünflächen oder mehr Bäume. Zum Thema Wasser wurden Wasserspiele und sogar Benebelungsanlage vorgeschlagen. Und zu den Außenanlagen Sitzmöglichkeiten und Verschattung, Überdachung. Zu der Parkplatzproblematik wünschen sich die Befragten ein Parkhaus oder Grassteinparkplätze. Und zu den Gebäuden gab es Vorschläge wie Fassaden, Dachbegrünung. Ja. Also abschließend hat unsere Analyse bestätigt, dass der Hitzestress am Schlachthof ein relevantes und präsentes Thema ist. Und das zeigt sich auch in der Antwortenquote von 100%. Und 36 von den 50 Befragten haben den Schlachthof als zu heiß bewertet.